hallo. Dominik, grüß dich. Hallo, servus. Hier, wollen wir nicht was trinken? Ich hätte gerne Gin Tonic. Hast du noch was? Sehr, sehr gerne. Der Botanist. Oh ja. Unser schottischer Gin. Sehr gerne. Das wird dann euer Liquid Market Drink? Das wird unser Liquid Market Drink. Das ist ein 20th Century Gin and Tonic. Zum Wohle. Prost, Herren. Vielen Dank. Schön, danke dir. Sehr gerne. Das ist schon ein geiler Platz, diese alte Bank da. Das Park Hyatt. Echt von denen. Jetzt gehen wir übrigens in eine Bar. Ich finde, die passt so gar nicht in den ersten Bezirk. Also, ja, voll jung, studentisch, immer krachvoll. Die Drinks auch nicht so teuer, aber die Jungs machen echt einen coolen Job. Die Needle Weinölbar. Ihr wart ja letztes Jahr auch schon im Liquid Market, oder? Ja, das ist richtig. Da hatten wir den DCB. Dieses Jahr geben. Dieses Mal Purpur. Wir haben den Beefeater 24 Gin. Beefeater steht ja für die Guardians of the Londoner Tower. Und in dem Fall heißt auch unser Drink Purple Guardian, weil er mit Blaubeere gemacht wird. Okay. Und Purpur von der Farbe her auch ist. Ja. Mit dem Blueberry Likör Karl Geger. Dazu kommt Zitrone, ein bisschen Zucker und ein Schuss Soda im Long Drink Glas. Relativ erfrischend. Und das ist er. Oh ja, geil. Schöner, leckerer, süffiger, sommerlicher Long Drink. Also nachdem wir jetzt in der Needlebar waren, glaube ich, gehen wir jetzt zum mehrfachen Gastgeber des Jahres, ins Robertus. Herzlich willkommen mit der Roberto in Mölkenbad, meine Lieben. Wir arbeiten dieses Jahr zum Liquid Market mit dem Chivas 15. Leider haben wir ihn gestern erst bekommen, deswegen machen wir heute ein Old Fashioned damit. Den kenne ich gar nicht. Seit wann gibt es Chivas 15? Den gibt es seit gestern. Und wir haben die Gunst der Stunde ergriffen und jetzt werden wir ihn probieren. Voll. Danke dir. Auf euer Wohl. Hey, herzlich danke. Willkommen. Tschüss. Servus, Bert. Alles gut? Danke. Und dir? Hallo, servus. Zum zweiten Mal dabei und ich glaube, ihr wollt 3 Tage machen, oder? Richtig, ja. Genau. Yes, geil. 3 Tage. Und live mit Krakenrum dabei. Da haben wir mal einen Krakenrum. Dann kommt dazu, weil wir jetzt auf den Sommer zu steuern, Mariensaft. Dann haben wir auch ein bisschen Holunder und natürlich Limettensaft. Und als Abrundung noch dazu mitgeschickt 1-2 Rosmarin. Bitteschön. Vielen Dank. Sehr gerne. Wie heißt denn der? Davy Jones nennen wir ihn. Davy Jones? Davy Jones, cool, genau. Ich habe Telefon der Black Pearl. Kati, wie geht's? Hallo Bert. Hallo Gin. Ich mache für euch Grey Goose, Ingwerer Basis, einen Radieschen Erdbeerkordial habe ich gemacht, sowie Verjus, Pink Pepper, Absinth und Tonic. Dankeschön. Sehr gerne. Zum Wohl. Danke dir. Ja, Prost. Jetzt sind wir am Naschmarkt und fahren Richtung Parfümerie. Wir fahren jetzt zu deiner Bar. Mann. Genau, da habe ich ein Heimspiel. Ein kleines Erzähl mal, was erwartet uns da? Ein toller Drink mit Appleton Estate 12, mit ein bisschen Orgeat, also Mandelsirup. Wir haben drin ein Walnuss-Bitter. Das Ganze wird mit der Todel Organic Ginger Ale aufgefüllt. Und wir haben noch einen Hauch Olivenwasser. Spannend. Also das Ganze ist eigentlich spannend, ist ein sehr fruchtiger Drink. Wie
Bitte schön, bitte sehr.